Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, heute gibt es das versprochene Video zu den Do-Nails und zwar, wie macht man die Do-Nails überhaupt wieder ab? Ich habe euch ja schon gezeigt, wie man die Nägel macht. Ich habe euch schon ein kleines Review gegeben, gezeigt, wie ich die abmache, obwohl es nicht so die richtige Variante ist. Ich habe euch vor kurzem Neuheiten gezeigt, die neuen Farben von Do-Nails. Das verlinke ich euch alles hier, denn Do-Nails war so lieb und hat mir die neuen Farben geschickt. Und Do-Nails war auch so lieb und hat mir das Remover-Kit mitgeschickt. Das hatte ich auch noch nicht. Und ich werde einfach jetzt in diesem Video euch zeigen, wie man die Nägel mit diesem Kit abmacht. Was ich gleich dazu sagen möchte, ist, ihr braucht das nicht unbedingt. Ich werde euch am Ende nochmal erzählen, wie ihr das auch ohne dieses Kit schafft, die Nägel abzumachen. Wenn euch Do-Nails interessiert, ist unten in der Infobox der Link. Da könnt ihr draufklicken, kommt zu Do-Nails. Und ich habe auch einen Rabattcode, und zwar mit dem Rabattcode Lieblingsnägel10 spart die 10% auf den Einkauf. Und falls euch interessiert, wie man die Nägel ranmacht oder was ich zu den Nägeln überhaupt sage, dann könnt ihr gerne, wie gesagt, meine anderen Videos schauen oder folgt mir auch gerne auf Instagram. Da rede ich auch öfter mal über meine Nägel, zeige euch die neuen Farben, die ich so gemacht habe. Vor kurzem habe ich euch doch einmal auch noch mal mitgenommen, wie ich die Nägel mache. Da passiert auch immer viel spannendes Zeug, also könnt ihr mir gerne folgen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach zum Nägel abmachen. Ich habe nicht mehr alle Nägel dran, weil ich es ein paar schon ausprobiert hatte, damit ich euch jetzt hier auch kein Mist erzähle. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier nur noch 5 dran und 5 habe ich schon abgemacht. Nee, 3 habe ich abgemacht. 4 habe ich abgemacht und 6 sind noch da. Okay, aber auf jeden Fall haben wir genug Nägel, damit ich es euch jetzt zeigen kann. Wie gesagt, das Remover-Kit kommt einmal so an. Das ist so eine hübschere Pappschachtel. Und wenn man das dann aufmacht, das hatte ich euch ja schon im Neuheiten-Haul gezeigt, sieht es einmal so aus. Man hat hier 10 so eine Klammern für die Nägel und diese ganzen Remover-Pads. Und hier oben könnte man dann auch nochmal den QR-Code scannen, wenn man das alles nochmal sich erklären lassen will. Da kommen wir auch gleich dazu. Das, was ich sehr, sehr cool finde, das werde ich euch gleich zeigen. Auf der Do-Nails-Seite kann man sich wirklich alles ganz toll angucken. Es gefällt mir sehr gut, die Neuheiten, die Sets, alles. Und Do-Nails hat auch immer Anleitungen. Das heißt, einmal die Anleitung, wie macht man das? Da findet man dann so Schritt für Schritt Anleitungen. Und auch einmal die Anleitung, wie macht man das überhaupt wieder ab? Und dann kann man hier Schritt für Schritt sich das angucken. Ich zeige es euch jetzt natürlich auch, aber falls man mal irgendwie, weiß ich nicht, es steht auch da drunter. Ich finde es einfach cool, dass Do-Nails das hat. Das werde ich euch unten auch nochmal verlinken. Da könnt ihr dann auch nochmal vorbeischauen. Aber jetzt erstmal werden wir das mal zusammen machen. Als allererstes brauchen wir die Pfeile von Do-Nails. Ihr könnt natürlich auch eine andere Pfeile nehmen. Ich habe jetzt die von Do-Nails, weil ich auch das Starter-Kit habe. Und damit werden jetzt erstmal die Fingernägel wieder angeraut. So, jetzt sind die Nägel angeraut. Ich habe jetzt was vergessen. Man soll eigentlich den Pinsel jetzt wieder nehmen und das wieder ein bisschen das Pulver, so den Staub wegmachen. Ich habe jetzt den Pinsel vergessen, aber ich werde es auch so hinkriegen. Die Nägel sind jetzt wieder angeraut und jetzt kommen wir schon zum nächsten Schritt und zwar zu diesen Remover-Pads. So, ich nehme mal hier eins raus, damit ihr das seht. Das sind 2 aneinander immer und da ist dann schon sozusagen dieses in Aceton getränkter Pad drin, dass man das nicht mehr selber machen muss. Dann nehme ich mir jetzt natürlich pro Finger einen. So, hier ist eine Folie vorne dran und diese Folie könnt ihr abmachen und dann klebt es hier vorne, dann können wir das später festkleben. So, und dann wird es einmal aufgemacht, ordentlich natürlich wäre angebracht und dann seht ihr, ist hier so ein Pad drin, ein richtig getränktes Pad und da kommt jetzt der Finger rein, einfach rein damit. Also es ist wirklich viel drin, müsst ihr aufpassen. Und dann wird es ein bisschen festgemacht. So. Also einfach Finger rein, ein bisschen festmachen. Und damit es nicht abhaut, habt ihr jetzt diese Clips. 10 an der Zahl. Ihr könnt alle gleichzeitig machen. Und clipst es einfach auf euren Finger rauf. Ihr müsst aufpassen, weil da schon einiges drin ist an Zeug.
dass ihr nicht so das alles, dass es nicht alles ausläuft. So sieht es jetzt aus und so muss es dann für 20 Minuten jetzt bleiben. Und die anderen Finger mache ich jetzt auch noch und in 20 Minuten sehen wir uns dann wieder. Also für euch nur eine Sekunde. Und dann zeige ich euch die nächsten Schritte. So, es sind 20 Minuten vergangen und jetzt geht's weiter. Wir werden alles aber Schritt für Schritt machen. Immer Finger für Finger, damit es nicht wieder trocken wird. Also, es wird jetzt dieses Ding wieder abgemacht natürlich. Das packen wir gleich wieder ordentlich weg. Und dann wird jetzt das einfach abgezogen. Ein bisschen so kann man über den Fingernagel streifen. Dann sieht es so aus. Ich hoffe, ihr seht es. Also es ist halt jetzt feucht, aber noch nicht ab. Und jetzt kommen wir zu diesem mit Gerät hier. Das gibt es auch dazu bei dem Starter-Kit. Und damit werden wir jetzt das so ein bisschen nach vorne schieben. Alles, was schon weich ist sozusagen. Also alles so nach vorne schieben. Ich zeige euch das gleich. So, also seht ihr, dass es dann so abgeht. Hier ist es dann dran. Es wird alles nach vorne geschoben. Es wird nicht alles abgehen, das ist klar. Aber vieles wird damit schon abgehen. Und das mache ich jetzt mit einem Finger. Und wenn es so nach vorne geschoben ist, einiges ab ist, wird nochmal drüber gefeilt. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt ist es hier wieder rau. Erster Schritt ist getan. Jetzt wiederholen wir den Schritt wieder mit den Pads. Das heißt, überall kommen jetzt wieder die Pads rauf und die Klammern. Und dann wird es wieder für 10 Minuten drauf bleiben. Und danach sind die Nägel auch fertig. Also ja, das mache ich jetzt wieder rauf, Clip drauf, 10 Minuten warten und dann sehen wir uns wieder. Und dann zeige ich euch, wie sie fertig aussieht. So, 10 Minutes sind vorbei und jetzt, wenn ich es abmache, müssten die Nägel frei sein. Und ja, also Klammer wird wieder abgemacht und dann soll man jetzt auch erstmal ein bisschen so das hin und her wischen und reiben, damit richtig alles abgeht. Und dann kann man das abmachen und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es ist halt ab, ne? Der Nagel ist jetzt wieder sauber. Man kann jetzt noch natürlich noch mehr ein bisschen mit dem Tuch wegmachen und so, ne? Aber grundsätzlich ist der Nagel jetzt wieder frei und man kann dann, ich würde sagen, ihr lasst den Fingernagel immer mindestens einen Tag Ruhe. Also ich würde nicht sofort wieder neu anfangen. Lasst den Fingernagel erstmal ein, zwei Tage Pause und macht es dann wieder. Ja, so denke ich das, aber ihr müsst ihr natürlich nicht machen. Ich mache jetzt die anderen noch und dann reden wir noch mal drüber, über das Fazit einfach und wie ihr das auch ohne dieses Kit hinbekommt. So, meine Fingernägel sind wieder frei. Wichtig ist, feilt die Fingernägel ordentlich nach dem Schritt, ne? Wenn dann das erste Mal wieder ab ist, soll man die ja feilen, feilt die wirklich ordentlich. Und mein Tipp ist, lasst es beim zweiten Mal auch einfach 20 Minuten drauf. Doppelt hält besser und dann geht wirklich alles super duper ab. Falls was noch nicht richtig abgeht, kann man das auch ein bisschen so wegpulen. Aber grundsätzlich halt auch gerade am Daumen hat es super funktioniert, weil ich da viel, viel besser gefeilt habe. Und es war auch am längsten dran von allen, weil ich natürlich auf der anderen Seite angefangen habe. Das heißt, feilt es richtig gut und lasst auch beim zweiten Mal das einfach 20 Minuten drauf. Dann wird es schon funktionieren. Jetzt werde ich euch aber trotzdem erzählen, wie das auch geht ohne das Kit. Auch wenn ich euch das hier so ein bisschen vorstellen soll. Aber ich werde euch auch erzählen, wie das ohne geht. Und zwar braucht ihr dafür Alufolie, Wattepads und Aceton, Nagellackentferner mit Aceton. Eigentlich funktioniert alles gleich. Ihr macht den Wattepad voll mit Aceton-Nagellack, legt es auf den Fingernagel und faltet und umhüllt euer Finger mit Alufolie. Das lasst ihr dann auch wieder halt genau die gleiche Zeit drauf. Danach könnt ihr auch die Nägel feilen, mit etwas auch das so nach vorne schieben und dann wiederholt ihr das wieder. Wattepad,
Aceton und Alufolie. Also es wird alles genauso gemacht, bloß dass halt die Wattepads, bloß dass diese Pads dann, dass ihr das selber macht mit Aceton und Wattepad. Und diese Dinger sind dann die Alufolie. Also die Alufolie ersetzt dann diese Knipser und dann könnt ihr das auch eigentlich ohne das Kit machen. Natürlich ist aber die Variante mit diesem Kit viel, viel einfacher, weil man halt das alleine besser machen kann mit den Tütchen. Ich würde euch einen Tipp geben, macht die Tütchen immer schon vorher auf, dass ihr nur noch die Finger reinmachen müsst, dann habt ihr halt diese Dinger. Es ist halt definitiv einfacher als mit der Alufolie, weil da braucht ihr wirklich noch jemand, der euch hilft. Das war's eigentlich, so sind die Fingernägel jetzt wieder sauber. Ich lasse die jetzt 1-2 Tage in Ruhe, bevor ich wieder weitermache. Falls euch Donails interessiert, wie gesagt, Link zu der Seite ist in der Bio. Mit meinem Rabattcode Lieblingsnägel10 spart ihr 10%. Und ich würde sagen, das war's dann von mir. Wir sehen uns beim anderen Video wieder. Wie gesagt, ich habe euch ja auch die anderen Videos verlinkt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!